Die Digitalisierung hat auch in der Entsorgungs- und Kreislaufwirtschaft natürlich kräftig an Boden gewonnen. Wir sind heute in der Lage, die Zusammensetzung von Materialien besser zu kennen und besser nachzuverfolgen. Wir sind in der Lage, die Materialien Produkten besser zuzuordnen. Und von daher können wir sehr viel passgenauer der Industrie das liefern, was sie braucht. Wir können aber auch passgenauer erkennen, wo sind noch Wertstoffpotenziale, die gehoben werden müssen und wie müssen wir unsere Recyclingindustrie technisch weiterentwickeln, dass sie der immer komplexeren Welt der Produkte auch von der Entsorgung her Schritt hält.